in der letzten Episode. Ja, wir machen zwar jetzt erstmal nur den Rundherumgang, aber es gibt da, das müssen wir wahrscheinlich dann mal vom Wildererlager oder so aus begehen, das untere Jägerversteck und dann diese Felsen da vorne. Das müssen wir ja auch noch abschreiten. Hm, falls man mal da was Interessantes findet, zum Beispiel Schlüssel zur Seehütte Nummer 1. Naja, guck mal, vielleicht ein Leder für uns. Essen. Was gibt es dem ganzen Altmetall hier? Ach, guck mal. Geil. So. Ja, so macht man das. Tja, Junge. Leben ist hart. Und so geht's weiter. Onward. Und damit herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Story-Modus, im Wintermute-Modus. Ja, wir Onward. Hm? Wer erinnert sich da nicht mit Freude an die letzte Folge? Ja, wir haben leider ein Problemchen. Ja. Es sind im Prinzip drei wichtige Dinge. Die Schuhe, die Hose, die Jacke. Ich bin wegen allen drei nicht sehr glücklich und aus dem Grund würde ich ein kleines Intermezzo einfügen, das sich da nennt, zurück ins Seegebiet, um das zu reparieren. Weil wir haben dort genügend Leder, wir haben dort genügend, wenn mich nicht alles täuscht, Hirschfelle und auch Wolfspelzmantel. Ja. Und am Ende der letzten Folge ist mir leider aufgefallen, dass ich vergessen habe, nach diesen Verstecken zu gucken, was sau ärgerlich ist. Das müssen wir aber noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir da noch auf irgendwas treffen, weil wir da ja da durchaus das ein oder andere zu machen haben. Dann machen wir das jetzt einfach kurz als Neben-Neben-Mission. Ja, was willst du machen? Ich meine, wir müssen halt... Ich will die Kleidung nicht verlieren. Nicht unbedingt. Und das ist für mich auch sowieso extrem ärgerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil ich nicht dachte, dass der Bär beim dritten Angriff in der letzten Folge sofort reinkommt. Ich dachte, der macht das, weißt du, stellt sich da auf und grölt erstmal rum wie so ein halb besoffener Volltrottel. Hat aber nicht und dann war es halt mit dem Speer zu spät. Ja, und dadurch haben wir halt erst die Kleidung verloren, weil sonst hätte ich es natürlich geschafft. So wie es halt üblicherweise die Bären machen. Tja, nicht in diesem Spiel. Und aus dem Grund müssen wir jetzt leider erstmal zurückmarschieren. Der Tag, wir werden wahrscheinlich an dem heutigen Tag nicht wieder zurückkommen. Aber wir rennen jetzt einfach mal. So. Und ich hab mich dann auch entschieden, das jetzt nicht neu zu laden, weil das hätte man natürlich machen können, sagen wir, naja, das nächste Mal drauf vorbereitet, wir laden das neu. Nee, das mache ich nicht, weil es war ja vorhersehbar, also man hat ja den Bären gesehen und der hat ja auch Anlauf genommen und ich fand, das war ganz gut integriert in die Story. Also du hast halt, mir fiel das beim Editieren vor allem auf, dass man halt an dem Hügel, an dem man da, der rechte Hand war, da auch diese Bärenbugel gesehen hat. Und da sozusagen hätte man, das war dann so wie, als würde der Bär halt da langlaufen. Während es bei diesen Wölfen beim ersten Turm, das haben wir dann beim zweiten Anlauf gesehen, dass die halt wirklich gespawnt wurden, wenn man näher kam. Und das sah halt nicht wirklich realistisch aus. Sonst finde ich nicht schön. Zum Kotzen, um ehrlich zu sein. Ja, aus dem Grund gehen wir halt nochmal ins Lagerbüro, möbeln unsere Sachen auf und kehren wieder zurück. Und das wird leider erst morgen passieren, weil das Aufmöbeln der Kleidung, das dauert natürlich auch. Wir kennen das. Ja, wer erinnert sich nicht an das Feuerchen, an dem wir gerade vorbeigerannt sind? Ja, die Wilma hatte ein Video auf Twitter gepostet von einem, oder geshared, nicht gepostet selber, es wurde von einem Russen. Und der ist wohl so Speedrunner, Long Dark Speedrunner, also der halt versucht Quests oder Missionen oder was weiß ich, so schnell wie möglich durchzuspielen, und zwar nicht in-game, sondern halt gespielt für den Spieler sozusagen. Also Speedrun, das nennt sich halt Speedrun, dass man einfach versucht, so schnell wie möglich durchzukommen. Und der Typ hat das in knapp über einer Stunde geschafft, komplett die zweite Staffel sozusagen durchzuschaffen. Kann man machen, ja. Kann man machen. Und ich denke, das war nicht sein erster Anlauf, weil er war sehr zielstrebig unterwegs. Und ich habe es mir jetzt auch nicht komplett angeschaut, weil dann hätte ich mich gespoilert.
Macht ja auch wenig Sinn. Ich habe nur gesehen, dass er von, also die fängt ja an, die erste Staffel fängt ja an, du kommst ja hier rein in das Gebiet und da ist es mit Jeremiah zu tun. Dann heißt ja die Mission, gehe zum Damm, um die Medikamente zu holen. Das hat er ja gemacht. Wir sind ja damals erstmal zum Lagerbüro, um abzulegen, weil wir natürlich vollgepackt mit einem Krempel hierher kamen. Und der Typ ist von Jeremiah bis zum Damm, also komplett durch die Rätselseeregion gerannt und war halbmatschig. Also der hat das halt im leichtesten Schwierigkeitsgrad durchgezogen. Der hat das natürlich auch nicht auf dem Modus. Das hätte er nie so schnell geschafft. Da hätte er ständig pennen müssen und so weiter. Und außerdem wäre alles viel schwerer gewesen. Er hätte wahrscheinlich das in dem Modus, weiß nicht, wo man da landet, wenn man das wirklich so durchziehen würde. Was ich jetzt nicht machen wollte. Weil dafür fehlt mir dann, um ehrlich zu sein, ein bisschen die Geduld. So, da haben wir eine Rehhaut. Wir haben keinen Wolfspelz hier. Na gut, okay. Dies ist okay, dann ist es halt nicht so. Haben wir irgendwo einen Wolfspelz rumliegen? Nö. Wir haben keine weiteren Wolfspelz rumliegen, okay. Ist nicht so schlimm. Mir geht es ja vor allem hier rum. Ja, und warum nehme ich drei? Wenn wir nur eins brauchen oder zwei? Warte mal. Damit kommen wir komplett rum. Bei 95%, ne, das wird nicht klappen. Ja, man muss das immer so reden, damit das Spiel nicht denkt, naja, da ist ja klar, dass er das erwartet. 33%, okay. Habe ich nicht gerade einen Rehaut aufgenommen? Ne, habe ich nicht. Anscheinend nicht. Habe ich nicht. Guck mal, die vielen Ahornschösslinge. Ist nicht toll, wie viele Bögen wir uns basteln können. Wie bitte was? Echt. Tja, da müssen wir wohl was essen. Was haben wir noch so Leckeres? Oh ja. Boah, geil. Tja, da geht das Wasser zu Neige. Aber jetzt machen wir erstmal die Hose intakt. Ja. Ja, und damit ist es auch dann abends. Also deswegen, da kommst du nicht wirklich weit. Dann werden wir die paar Sachen noch aufmöbeln, ein paar Prozente verschenken. Da das Ganze ja sowieso ein bisschen, warte mal, wir brauchen noch mal Wasser. Da das Ganze ja sowieso hier ein bisschen storygetrieben ist und im Überfluss. Ihr seht ja, wie viel Stoff wir hier allein nur durch die Schlafsäcke haben, 30 Stück. Und da oben haben wir ja auch noch, hallo, nochmal 16, also von daher. Gar kein Problem. Hier liegt auch noch einiges, können wir auch noch auseinandernehmen mit dem Metallschrottsplitter. Who cares, dann ist der halt perdu. Ja, und dieser Speedrun, das hat mir dann auch gezeigt, dass sie tatsächlich hier in dieser Schwierigkeitsstufe das Sprinten so dermaßen schlimm gemacht haben. Das ist echt krass. So, und dann den noch und dann machen wir die Militärhose noch. Ich guck gleich mal, was das bringen würde. 0,2 Grad, naja, das lohnt sich nicht. Nee, dann lassen wir das lieber. Essen passt. Und dann heißt es gute Nacht. Okay, alles klar. Es ist leider finster. Tja, das ist halt Pech. Sag ich mal. Oh, schön. Gut, Junge, unter den Umständen würde ich sagen, kannst du nochmal 3 Stunden pennen. Weil bei so einem Extremwind will ich eigentlich nicht raus. Das ist mir dann zu viel. Achso, wir haben die Schösslinge dabei. Ja, die sollten wir vielleicht mal ablegen. Okay, komm. Zack. Tschüss. Leder und Stoff, Leder und Stoff. Warte mal, wir legen das nochmal raus. Wir nehmen aber ein Leder mit. Nee, beziehungsweise, nee, wir nehmen 2 Leder mit. Ja. Ich werde aber 5 Stoff rauslegen. So. Okay, was haben wir noch? Haben wir irgendwelche Kleidung, die wir hier weglegen können? Nein, das haben wir alles an. Futter ist natürlich klar, da gucken wir gleich durch. Okay, so, dann haben wir hier diese Kiste. Streichhölzer haben wir genug. Wir werden das Ding noch weglegen. Das bleibt hier. Dafür haben wir die Fackel, das reicht. Haben wir Dosen dabei? Ja, wir haben eine Dose dabei. Gut, dann legen wir noch die neuen Federn raus. Wir schnappen uns noch ein Liter Wasser. Mehr nochmal futtern. So, da ist das Wasser tatsächlich fast leer. Krass. Beziehungsweise werden nach Futter gucken, wie es vorne aussieht. Das müssen wir leider alles mitnehmen. Und das müssen wir leider alles mitnehmen. Okay.
guck gleich nochmal nach Munition, wie es da aussieht, aber das ist erstmal, das ist getrocknet, ist okay. Na ja, gut, dass das hier unten liegt und die Magnesium-Dinger auch, das ist ja schön. Ist mir jetzt erstmal egal. Ja, das passt, okay. Okay, Munition. Too heavy. Tja. Natürlich. Wieso haben wir Angelsets und ein Näset dabei? Das Näset haben wir gefunden, deswegen ist das so. Okay, dann bleibt das Näset da. Die Angelsets haben wir dieselbe Wahrscheinlichkeit. Es dauert einfach nur länger. So, Wasser haben wir jetzt auch. Dann gucken wir vorne nochmal raus, ob da was da ist. Genau, das war die Signalpatrone. Nö. Ich dachte nur, ich hätte da eine. Nee, das haben wir schon gegessen, okay. Gut, alles klar. Junge, wir müssen zurück ins trostlose Marschland. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen zum dritten Turm. Und leider habe ich es mit dem Verstecken vergessen. Das heißt, wir werden Gas geben müssen, dass wir da südwärts erstmal lang gehen. Wie, was sagt denn der Schlafsack? Der sagt, ich bin dabei. Alles klar, mach los, mach hin. Gib Gas, Junge. Du kannst ihn hier rausholen. Das ist gar kein Problem. Meine drei Kumpanen da drinnen. War immer aufgemöbelt, dann passt das. So. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, Junge, dann gib auch Gas. Lass nicht Stöcke jetzt Stöcke sein. Wir wollen jetzt vorwärts kommen. Ja, der Typ hatte in seinem Speedrun, ist halt immer gerannt, hat kurz gewartet. Ist weitergerannt, hat kurz gewartet. Ist weitergerannt, hat kurz gewartet. So wie man das ja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel kartiert, macht man ja im Prinzip genau das. Du rennst. Dann wartest du, dann rennst du und wartest du. Nur halt im leichtesten Modus ist das wirklich ein Witz. Und er hat das natürlich, er ist natürlich nicht zum ersten Mal gespielt. Das ist klar. Aber ich finde, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde das jetzt nochmal spielen. Sagen, okay. Mach nochmal, Junge. Das hast schon einmal gepackt, das packst du ein zweites Mal. Mich würde es tatsächlich nicht so extrem reizen, wenn ich das jetzt nochmal machen würde. Also ich erinnere mich, klar, der originale Story-Modus war anders, der ging ein bisschen anders und der hatte noch viel lineareren Ablauf. Da musstest du zum Beispiel, da ging es irgendwie, gab es irgendwie so eine Tour-Lessons, dass du halt, du musst dann, wie war das... Pilze sammeln, du musst Bartflechten sammeln, du musst Hagebutten sammeln. So. Das war eine Quest, vorher ging es nicht weiter. Das war halt, du musst das dort durch. Und wenn du da 1000 Stunden im Spiel hattest, kam es dir ein bisschen blöd vor. Was ist das da eigentlich für ein... Ich verstehe das nicht. Guck mal. Das ist hier so aneinander gebaut. Tja, da sind wir ins trostlose Marschland gefallen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, okay, das heißt, wir müssen jetzt hier links runter. Ja. Wir gehen hier runter. Wenn wir das haben, versuchen wir hier irgendwie durchzukommen zu dem. Und dann geht es erstmal zurück zum Wildererlager. Beziehungsweise, nee. Vielleicht gehen wir über den, über die Spence-Heimat. Wir müssen mal gucken. Der Tag ist ja ganz okay dabei. Und ich will jetzt auch ein bisschen vorwärts kommen. Deswegen gebe ich hier auch Gas. Es ist nicht so, dass ich jetzt versuche, den Speedrun nachzuholen. Ich will einfach nur ein bisschen vorwärts kommen und das zweite Mal, was wir sozusagen hier nochmal durchlaufen müssen, weil ich einfach zu blöd war, das ein bisschen kurz zu halten. Ja, da vorne ist der Turm schon zu sehen und da irgendwo, weil ein bisschen weiter am Fuße, müsste es theoretisch sein. Tja, solange wir den ja nicht nochmal hoch müssen und die Wölfe da oben platt machen müssen, ist das alles okay. Aber das hat ganz gut geklappt. Ah, der dritte Wolf, der war echt zäh. Das muss man wirklich sagen. Den habe ich ja erwischt. Mit dem ersten Schuss. Der zweite war ja leider ein verfehlter Treffer. Huch. Beim zweiten Mal habe ich ihn ja nicht erwischt. Der ist beim dritten Mal dann final erledigt. Aber der hat echt... Ich habe erst gedacht, er wäre dann weggerannt. Also in-game, als beim Editieren fiel mir das dann auf, dass ich ihn ja tatsächlich getroffen habe. Der zweite Treffer, der war super. Und ich weiß auch nicht, warum ich dann immer so rumzucke, wenn ich abdrücke, aber ich treffe ihn trotzdem. Ja. Durch das Gezucke kommt das Spiel wahrscheinlich so durcheinander, sagt, ja, ist okay, jetzt ein Treffer, passt schon, aber hör auf zu zucken. Komme ich wieder nicht hinterher.
Dann machen wir das jetzt einfach im Schweinsgalopp hier. Kilometer schrubben. Ja, dass es hier keine Statistik gibt, das finde ich ausgesprochen schade. So ist es halt. Da wäre mal einen schönen Tag, wenn ich es wieder so neblig. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt. Hoffentlich ist es nicht die ganze Zeit so neblig. Das ist schon, ja, es schlägt schon aufs Gemüt, wenn du da die ganze Zeit, ich meine, das trostlose Marschland heißt ja nicht umsonst so, dass es trostlos ist. Aber weißt du was? Da wir sowieso mampfen müssen, weil wir viel rennen, dann schnappen wir uns noch von den Dingern. Nehmen wir jetzt nicht den ganzen Zunder mit. Das ist ein bisschen viel, weil so viel Feuer müssen wir nicht machen. Und wir haben, Sekunde, 3 dabei. Okay. Na gut, vielleicht sollte man dann doch den einen oder anderen noch mitnehmen. Müssen wir 5 haben. Das war das Höchste, was tatsächlich bisher bei mir war. Allerdings mit einer 60% Chance auf dem ersten Level. War tatsächlich 5 Mal. 5 Anläufe hatte ich tatsächlich mal gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Staffel das war. Könnte sein, dass es in der zweiten war. Dass es dann irgendwo so eine 0,3% Chance oder so war. Wirklich irgendwas so total. Ja, oh, Hilfe. So, wir gucken auf die Karte. Wir müssen uns ein Stückchen links halten. Das müsste irgendwo da am Rand sein. Sind das noch die Krähen von dem von den Wölfen, die wir da oben geplättet hatten? Das könnte ja fast sein. So, M. Es muss wirklich da oben irgendwo an den Felsen sein. Na gut, wir sind halt da unten lang. Wir sind quasi ein paar Meter weiter vorbeigelaufen. Na gut. So ist es halt. Da oben müsste es irgendwo sein. Kann es sein? Ja, Tatsache. Hervorragend. Ach so, dass man es, wenn man schon da hinguckt, dann auch sieht. Ja. That's what I'm looking for. Oh, die mag ich ja total. Diese Windjacke, die mag ich ja total. Ja, nur leider brauchen wir sie nicht. So, dann heißt es jetzt ab zum nächsten Versteck. So, ich gucke mal auf die Karte. Wir müssen uns nicht ganz so weit rechts halten, ein bisschen mehr nach links. Aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir auch hier durchkommen. So, wie sieht's denn futtertechnisch aus? Kannst du schon wieder was rein? Ja, wir machen das lieber. Also beim nächsten, wenn du Durst hast, kriegst du die Dosen. Achso, ich wollte Zunder mitnehmen. Ja, natürlich. Nehmen wir von den 2 noch den Zunder mit. Dann haben wir wieder 5. So, das reicht erstmal. Weiter geht's. Genug pausiert, Junge. Ja, der Hirsch da drüben war. Der ist jetzt erstmal egal. Ach ja, ich gucke ja momentan, das finde ich total spannend, leider gibt es das noch nicht für PC, ich weiß nicht, ob es jemals für PC gibt, Red Dead Redemption 2, das eins hatte ich ja schon beim Sarazar gesehen, das zweite gucke ich mir jetzt auch gerade an, das ist halt relativ umfangreich, aber das Spiel scheint ja auch total Laune zu machen, alter Schwede, ich bin halt nur so ein Analog-Stick-Legastheniker, ich komme halt überhaupt nicht zurecht. Sonst hätte ich mir natürlich schon längst mal eine Spielekonsole geholt. Aber das, nee, das funktioniert so leider nicht. Ja, ja, Junge. Das kriege ich nicht so gut hin. Das ist sicher Übungssache, das stimmt, aber da bin ich generell auch ein relativer Grobmotoriker, dass das einfach nicht so gut klappt. Tja. Naja. Ansonsten würde mich das schon echt mal reizen. Huch, guck. So, ich gucke mal auf die Karte. Richtung stimmt plus minus. Ja, das scheint echt Laune zu machen. Also so Open World bin ich ja sowieso ein ganz großer Freund davon. Und GTA 5 hatte ich ja damals aber extrem gefeiert. Bis auf die eine Foltermission, die fand ich zum Kotzen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich. Dass es auch eine Pflichtoption war,
Boah, das fand ich nicht so geil. Und, aber fand ich schon richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, gibt's Red Dead Redemption 1 auf PC? Ich dachte ja nicht. Apropos. Lustigerweise gibt's dort auch Wölfe, ja. So. Naja, lädt mir nicht nach. Aber wegnehmen tut das, okay. Das passt. Mehr will ich ja nicht. Rumpel. Ja, aber ich esse jetzt keinen Wolf. Nö. Es dauert noch zu lang. Ich will jetzt heute ein bisschen vorwärts kommen. Das wäre mir ganz wichtig, dass wir das heute noch abfrühstücken. Oje, wo kommen wir darüber? Wahrscheinlich nur dort. Ich guck mal auf die Karte. Ja, hier kommst du nicht rüber. Du kannst halt oben rum oder unten rum. Das ist gerade völlig egal. Ich glaube, wir gehen da lang. Das hätte ich echt mal Bock zu spielen. Ob man das dann noch Let's Playt? Keine Ahnung. Wenn es auf PC kommt, würde ich es vielleicht sogar machen, ja. Doch. Laufen wir jetzt drauf oder wie ist das hier? Oder durch? Oder vorbei. Na gut. Dann halt nicht. Naja, ich weiß, wir werden heute ziemlich matschig. Ich sag's ja, du kannst halt in dem Modus kannst du diesen Speedrun einfach nicht machen. Ja, ein Aaron Schössling ist da vorne noch. Aber wir haben so viele, ihr habt ja gesehen, wie wir im Lagerbüro sind. Das lass mal. Ich muss den jetzt hier auch noch mitnehmen. Boah, es wird zu viel. Wir müssen immer gucken, wo wir heute Nacht pennen. Also ich möchte zum unteren Jägerversteck. Vielleicht pennen wir ja dort. Mehr machen. Ja, Wölfe, joho. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir sind relativ nah, tatsächlich. Hagebutten. Ja, bitte, Junge, bitte. Wobei, wir haben eigentlich Schmerztabletten dabei. Naja gut, da haben wir ein bisschen was zu tun, falls wir mal jemals was zu tun haben müssten. Haben wir echt über... Wir haben nur die eine dabei gehabt, kann das sein? Ach, das ist wieder unter Material. Ja, ja. Die hatte ich schon woanders gehabt. Dass ich nicht ganz kapiere. Also es gibt ja zum Beispiel die Stöcke. Stöcke, auch diese Lernbücher, die ja unter Brennmaterial sind und unter Material bzw. unter Werkzeug. Je nachdem, ob es Buch oder Stock ist. Stock ist unter Werkzeug, ist unter Material. Das Buch findet man unter Werkzeug, weil man das noch lernen kann. So. Aber es gibt so viele Dinge, wo man sagen könnte, warum tut ihr zum Beispiel die Hagebutten ausschließlich unter Material, wenn ich sie eigentlich tendenziell, weil es ja sich um medizinisches Produkt handelt, in der Zukunft zumindest, auch unter Medizin, weil es ja einen medizinischen Nutzen hat am Ende des Tages. Warum ist sie nicht dort auch zu finden? Das ist ein Hirsch rechts. Das Wetter ist ja gerade günstig. Vielleicht, und man sieht auch schon den untere Jägerversteck. Ich gucke doch mal auf die Karte, wir sind direkt davor. Okay, hier müsste es irgendwo sein. Nee, ist es hier? Nö, auf der anderen Seite, ja. Wir haben wieder die laufenden Ameisen oder die rennenden Ameisen. Ja, ich hatte es im Interloper gesagt. Oh, Leute, ein Feuerstahl. Geil, noch eine Schiebmaske, ja. Ich würde ja sagen, wir knallen uns vielleicht mal 2 Stunden in den Baum mit den Ringen. Hä? Warum hat er so... Hä? Weil jetzt da ein Abschnitt und da ist jetzt geklebt. Ah, das ist ein geklebter Baum. Ach du, ja natürlich. Sieht ja auch nicht natürlich aus. Das ist wieder nicht aus Beton. Ach so, guck mal. Ja, ja. 0%. Weißt du, was wir damit machen? Ja, das ist mir zu heiß. Das ist mir viel zu heiß. Ja, du musst dich echt hinlegen. Vielleicht mal 2 Stunden? Geht das? Wir gehen da hin und du schläfst draußen? ja, komm, 2 Stunden bitte. So, wahrscheinlich ist... Ja, genau. Die Sonne weg. Hier kommen wir wahrscheinlich am ehesten rüber. Ich würde jetzt den Hirsch auch in Ruhe lassen. Es wäre mir jetzt egal. Wir haben genügend zu futtern. Das ist kein Problem. So, ich werde, bevor wir hier rüberspringen, dann nochmal essen und trinken.
Ja, damit wir uns erleichtern. Okay, das ist ja schon gar nicht so schlecht. Ah ja. Eine nehmen wir wieder mit. Genau. Ach, das ist echt. Das kann man einfach drüber laufen, oder? Okay, ich versuche gerade mal, das Jägerversteck zu erspähen und die Wölfe im Blick zu behalten. Das Angenehme ist, hier gibt es keine Bären. Also außer dem einen. Dem Storybär. Ach, Junge. Komm, ein bisschen rennen können wir ja noch. Der Tag hat ja noch ein paar Stündchen in sich. Ah, Tiefflugkrähen. So. Das da drüben ist es okay. Alles klar, da müssen wir hin. Ja, dieser Nebel ist ja sphärisch. Ist um einen herum. Deswegen ist es in den Ecken, weil du so eine Art Fischaugenblick hast. In den Ecken ein bisschen verzerrt. Durch den Field of. Normalerweise ist es ja so. Man sieht ja selber nicht so eckig, wie der Bildschirm ist. Selber sieht man ja eher in so einem Oval. Und dadurch hast du natürlich diese Eckenbereiche nicht, in denen du ja eigentlich dann anders sehen würdest. Normaler Field of View, ich weiß gar nicht, was so der normale Winkel ist. Ich würde ja sagen 90 Grad, deswegen stelle ich mir das mal ein. Das fühlt sich für mich immer sehr natürlich an. Deswegen gibt es diese Ecken eigentlich nicht bei Computerspielen oder generell, natürlich schon, weil du halt einen rechteckigen Bildschirm hast, aber im echten Leben ja nicht. Und dadurch, dass der Nebel sphärisch ist, ist er natürlich in den Ecken, dadurch durch die Verzerrung, wird das ja ein bisschen rangeholt quasi und dadurch siehst du das halt. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass dieser Nebel nicht über die komplette Map verteilt ist, sondern dass das wie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Ringwolke um dich herum ist oder Kreiswolke. Also es ist wie so ein Kreis um dich herum, indem du halt, also bei so einem Nebel, da hast du halt den Nebel in, sagen wir mal, 300 Meter Entfernung, 400 Meter vielleicht. Und bei dichtem Nebel ist er vielleicht dann, keine Ahnung, 75 Meter oder so. Also relativ dicht dann. Ja, das ist leider brüchiges Eis, wir müssen da drum herumlaufen. Ja, das durfte ich in dem anderen Modus schon rausfinden. Und deswegen ist es halt in den Ecken halt näher sichtbar. Und ich denke halt, wenn du sozusagen als Außenstehender das sehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich wie so eine Art Kreis sehen, der sich über die Karte bewegt. Der uns sozusagen daran hindert, halt zu gucken, zu sehen. Ja, ich denke, jetzt so langsam reicht's. Von liegt doch wieder was. Das sagt nicht unser Gewicht. Das geht aber. Natürlich sinkt es, weil wir halt matschig sind. Aber das ist okay. Es ist ein Hirsch, okay, aber wir brauchen jetzt echt kein Futter. Das ist schon okay und ich will den jetzt auch gar nicht irgendwo hin tun, dass er halt erst nochmal trocknen kann, unteres Jägerversteck. Ja, guck mal. Das ist ja nicht schlecht, weil wir brauchen, tun wir das auf jeden Fall. Das eventuell auch, ja. So, wie sieht's hier aus? Noch eine Patrone? Ja, wahrscheinlich schon. Alles sogar gut dabei. Und sonst noch was? Der Rucksack war leer, hat alles rausgelegt, wenn das auch war. Okay. Ja, die Sache ist jetzt die. Ich gucke mal auf die Karte. Wir müssen ja hier zu diesem Funkturm und ich weiß nicht, ob wir nicht mal auf den Marschgrat gehen. Bock hätte ich da schon drauf. Ja, das stimmt leider. Da drüben gibt es wahrscheinlich noch mal Schösslinge, aber jetzt haben wir erstmal genug. Ich will sie doch nicht so sehr übertreiben. Ich muss jetzt nicht mit 200 Schösslingen dann die zweite Staffel beenden. Das ist mehr als genug. Und ich weiß ja sowieso nicht, ob das Inventar, was wir hier jetzt am Ende der zweiten Staffel haben werden in Zukunft, keine Ahnung, wann das ist, sicherlich noch ein ganzes Stück, ob das von der Astrid übernommen wird. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie, ich spekuliere mal, storymäßig. Könnte ja sein, dass sie uns in dem Damm trifft
Und dann sagt, oh, Will, du siehst so schlimm aus. Ruh dich mal aus. Ich übernehme jetzt ab hier. Weiß man ja nicht. So, komm, mach das jetzt mal weg. Wenn es Wuff macht, haben wir ja sofort griffbereit. Was sagt denn der da? Der Tag geht halt noch so ewig. So, wie viel hast du, mein Guter? Ach, 600 Gramm, da fange ich gar nicht erst an, den Finger zu bewegen. Komm, lass uns lieber hier noch ein paar Wölfe schießen. Mehr Laune. Ja, hier gibt's halt welche, theoretisch. Aber, ja, haben wir jetzt schon öfter festgestellt, der Story-Modus ist nicht wie die Sandbox. Deswegen kann man sich nicht ganz so sicher sein. So, hier sollte aber irgendwo ein verlassenes Lager sein. Zumindest ist das... Das ist ein Ast. Genau. Könnte natürlich sein, dass es hier nicht ist. Gut, dann ist es halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Habe ich die Lampe dabei? Ach, die Lampe. Die Lampe. Ja, muss man schon oben draufklicken, nicht unten. Da vorne ist noch ein Hirsch. Na gut, mit Hirschfällen und so, da wirst du ja echt gut versorgt. Aber wir haben ja noch eine Hirschfellhose, lustigerweise. Die haben wir ja bekommen durch die Nebenquest mit der Seehütte Nummer 2. Oder weil hier das immer war. 3 oder keine Ahnung. Schuss am See war das gewesen, genau. Da haben wir die... War das gerade vom Marschgrat? ja, natürlich. Ist ja dann so wie an diesem Funkturm mit dem Marschlandausblick. Ja, ist ein Hirsch, okay. Ist ja dann wie am Marschlandausblick, wo du, wo ich dachte, naja, da gibt es ja nur Hasen und Hirsche, ja, nix da. Tja, naja, komm, steck das weg. Wir haben zwar Schmerzmittel, aber wir müssen es ja nur nicht wirklich nicht drauf ankommen lassen. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich meine, klar, es gibt theoretisch auf der anderen Seite, also auf dem Marschgrat, gibt es... Warte, wir gehen mal da runter. Ich denke nicht, dass wir da irgendwie so rüberkommen. Immer nur von der anderen Seite, glaube ich. Ich glaube, hinwärts musst du durch die Höhle. Im Marschgrat gibt es eine Leiche und so ein kleines Lager. So ein Rucksack gibt es am meisten, so eine Kiste. Keine Ahnung. Da ist die Neugier halt relativ groß. Ja, aber vielleicht sollte man es lassen. Auf der anderen Seite... Nee, wir gehen dahin. Wir gehen dahin aus dem Grund, wir haben noch Hanks Schließkassette. Zu finden. Oder Schlüssel dazu zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt storygetrieben ist, weil das einen eigenen Namen hat. Vielleicht ist ja der... Vielleicht ist ja der die Leiche vom Hank. Wir müssen eh mal gucken, ob es überhaupt diese Höhle gibt. Ja, komm, wir rennen mal ein bisschen. Solange du noch kannst. Ich sollte so langsam gerne noch ein bisschen Stuff ablegen. Ja, die Höhle gibt es noch. Okay, alles klar. Das war's. Ich hoffe, wir treffen jetzt hier oben nicht auf den Bären, sonst haben wir ein Problemchen. Und den Kaffee? Ich weiß gar nicht, wie schnell trinkt der Junge einen Kaffee. Das reicht wahrscheinlich nicht, weil der Bär ist ja sofort im Angriffsmodus. Das ist der dritte Turm, da müssen wir hin. Das ist wieder so ein Triggerturm. Ja, im schwierigsten Schwierigkeitsgrad, das mit dem Rennen, das ist extrem nervig, extrem. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, hier kommst du nicht hoch. Bei. Ja, keine Ahnung, ja, die haben gerade jetzt da unsichtbare Mauern angebaut. Nee, vergiss es. Wir müssen jetzt erstmal pennen, dann gehen wir durch die Höhle durch, dann gucken wir auf der anderen Seite, was da los ist und dann heißt es halt dritter Turm.
Neuer Ort entdeckt, Höhle. Ja, sehr schön. Ja, wie schon gesagt, in der nächsten Folge, wir werden hier schnell 12 Stunden pennen. Das geht ja ratzfatz. Und dann marschieren wir hier mal durch die Höhle durch. Damit wir auf den Marschgrad kommen, das noch abchecken. Dann geht's zum dritten Turm. Das ist dann sozusagen, wir haben jetzt missionstechnisch, Nebenstory. Gibt es zwar irgendwo noch Vorratsverstecke, aber keine Ahnung. Vielleicht finden wir dann noch einen Hinweis oder so. Dann über den Marschgrad. Ansonsten Rauschen ist halt noch der Nordturm. Das ist jetzt da, wo wir jetzt sind. Ja, sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut.